Ich möchte euch ganz kurz erklären, wie man innerhalb kurzer Zeit, naja, kurze Zeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wie man innerhalb von 10 Jahren einen Gewinn von 100.000 Euro erwirtschaftet und auch noch Eigentum aufbaut, während man eigentlich, ja, so gut wie gar nichts dafür bezahlt. Es ist schwierig, manche Banken machen da nicht mit, aber es ist ein guter Baustein, um sich etwas aufzubauen, auch für die Rente. Ich zeige euch, wie ich eine Wohnung gekauft habe vor 10 Jahren. Ich habe ungefähr 99.000 Euro dafür bezahlt. Ich bekomme jeden Monat Miete von 650 Euro momentan. Ich zahle an Darlehen jeden Monat jetzt 240 Euro. Dann geht noch ein bisschen was an die Hausverwaltung, 180 Euro. Uns bleibt sogar noch Geld übrig. Da stecke ich jeden Monat ein bisschen mehr wie 100 Euro in die Tasche. Und eine Wertsteigerung habe ich auch erfahren in den letzten 10 Jahren. Kann eigentlich jeder schaffen. Man muss halt ehrgeizig sein und dann einfach machen. Ich zeige das euch an einem Beispiel. Ich habe euch ein paar Fotos hinterlegt und daran kann man schon sehen, dass es funktioniert. Banken müssen halt mitspielen, das ist natürlich klar. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ich ermutige euch, Eigentum zu kaufen. Es ist natürlich wichtig anzufangen, je früher, desto besser. Ich habe mit kleinen Wohnungen angefangen. Und es gibt Leute, die fangen groß an. Und wer groß anfängt, der zahlt auch viel. Und dann hat er auch natürlich mehr Lasten. Und es ist auch nicht unbedingt einfacher, wenn irgendwann mal eine Reparatur kommt. Aber es ist ja jedem selbst überlassen. Ich empfehle halt kleine Schritte, viele Schritte und nach wird es besser. Man kann auch nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen und in größere Objekte investieren. Viel Erfolg und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.